Heute gucken wir uns Trauma an, die neueste Veröffentlichung von Illusions, und dafür packen wir das Teil doch einfach mal aus und dann gucken wir uns das gemeinsam mal an. Hallo Freunde des guten Geschmacks. Ja, heute widmen wir uns Trauma, das Böse verlangt Loyalität. Wie eben schon erwähnt, ist das der neueste Titel von Illusions und der hat es auch nicht so leicht gehabt im deutschsprachigen Raum. In Deutschland gibt es eigentlich nur eine 12 Minuten kürzere Fassung, die dann halt eben von der FSK geprüft wurde und so rausgekommen ist. Hier hat man sich jetzt eben wieder für den Weg entschieden, die Uncut-Fassung über Österreich zur Veröffentlichung und dann hier eben wieder in einem typischen Mediabook. Es gibt diverse Cover. Hier stelle ich euch heute Cover A vor. Das ist auf 333 Stück limitiert. Hier wäre normalerweise die Limitierungsnummer. Das ist jetzt eben frei, da es sich um ein PR-Exemplar handelt. Kleine Filmbeschreibung, Inhaltsangabe, Filmbeschreibung, ein paar Werbetexte, die ja schon mal so klingen, als wäre das hier auf jeden Fall ein extremes Stück. Also ne, hier oben wird der Vergleich sogar noch zum Serben gezogen. 107 Minuten geht die Blu-ray, die DVD 103. Es gibt Bonusmaterial dabei. Ist wie hier auch schön nochmal vermerkt die Uncut-Fassung. Und natürlich nur der Verkauf in Österreich. Das Cover an sich ist matt und hat tatsächlich sehr stark ausgeprägte Kanten. Finde ich jetzt aber irgendwie nicht, es fällt jetzt nicht negativ auf. Und genug zu dem äußeren Erscheinungsbild. Jetzt packen wir das Teil doch einfach mal ein bisschen weiter aus. Ah, okay, geht schwarz-weiß weiter. Hier haben wir dann die Blu-ray. Oh, das erinnert mich tatsächlich von den Bildern eher an Human Centipede 2 gerade. Auch wegen dem Schwarz-Weiß-Effekt. Und dann haben wir hier das Booklet, welches... Oh, Nacktheit. Ja, das haben wir wieder ein Problem. Bei den Booklets von Illusions ist natürlich immer einiges an Text da. Jetzt ist natürlich das Problem, dass wir hier ein bisschen nackte Haut haben. Dann versuche ich das doch mal so... Ich werde es... Tatsächlich wird jetzt das Video über diese Uncut-Fassung zensiert. Also wundert euch jetzt nicht, wenn hier kleine Bildblitzer kommen, weil ich... möchte es durchblättern mit euch, aber die Seiten, wo dann eben was drin ist, werde ich ein bisschen versuchen rauszuretuschieren. Okay, so, wir haben hier einmal natürlich einiges an Explizitmaterial. Ich mag ja so gezeichnete Sachen häufig sehr gerne, ne? Das hat so ein bisschen was von so einer Graphic Novel ansprechend. Okay, also der Film soll, was ich zumindest auch mitbekommen habe, schon auf jeden Fall sehr von seinen sadistischen Aufnahmen leben. Und ich habe tatsächlich den Film, er steht echt sehr, sehr weit oben auf meiner Wunschliste. Schon tatsächlich länger, seitdem ich das erste Mal den Trailer gesehen habe. Ich habe tatsächlich hierzu mal mir einen Trailer angeguckt. Und wird auf jeden Fall zeitnah nachgeholt. Vielleicht mache ich dazu dann nochmal eine externe Review. Die Teile gibt es für um die 30 Euro. Und ja, ich freue mich natürlich sehr auf diese Veröffentlichung jetzt hier, dass Illusion es wieder geschafft hat, einfach eine Uncut-Veröffentlichung rauszubringen. Ich bin wirklich da dankbar, dass Illusions eins der wenigen Labels auch noch heutzutage ist, die tatsächlich neue Veröffentlichungen immer wieder noch als Uncut rausbringen mit deutschem Ton und eben nicht nur alte Repacks oder ja, ich sag mal, bekanntere Filme, die es schon in zig Veröffentlichungen gibt, rausbringen, sondern wirklich auch mal sich eben hier an neue Sachen wie im Trauma ranwagen und die dann rausbringen. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.